Dach aus. Da ist es doch. Oh, das ist schon mal voll. Ne? Nur gebührenpflichtig von Montag bis werktags, Montag, Freitag, Samstag wahrscheinlich frei. Dann bist du sicher, dass wir keins brauchen? Ja, ich gebe. Und das ist nicht gebührenpflichtig. Also nur nachher nur werktags. Dass man nachher wieder raus kann. Nicht so gut wie du. Da hast du ein paar Plätze. Mehr ist reserviert. Davon reserviert. Reserviert. Ich lege das in die Textur. Nur schlechte Parkplätze. Und da unten ist, ach so, da ist er. Reserviert. Ach so, das ist nur ein Stock. Ja. Und nach dem 102er ist aber auch alles ziemlich eng. Reserviert. Achso, reserviert heißt das. Da ist nichts frei. Alles reserviert. Kein GPS-Signal. Bevor du hängen bleibst, lass mal lieber. Vorsicht! Ach. Was dann? Ich hab gedacht, da hinten war einer. Achso, reserviert heißt das. Da ist nichts frei. Alles reserviert. Kein GPS-Signal. Bevor du hängen bleibst, lass mal lieber. Raus. Und du auch nichts, dass du aussteigst. Ich kann aber abschätzen, kann sehen, wie es ausschaut. Und ich muss ja raus. Mir auch nichts. Es bringt mir nichts. Wenn du aussteigst, machst du nur weniger Sicht. Okay, aber ich muss ja auch raus. Ich komme ja nicht raus, weil es viel zu eng ist. Dann gehe ich nicht raus. Oh, Graffiti. Da können dann hinten mal nicht aufsteigen mehr. Oh. Ja, die haben auch was. Ja, die haben auch was. Parkte geschrieben. Ja, ich bin noch nicht fertig, mal. Ja, nur kostlich beim Parkschein-Automat. Nur montags, gut. Heute ist Sonntag. Holz zu. Dann haben wir alles da.
Dann verlassen wir dieses Parkhaus. Und hallo, guten Tag, ja, liebe Zuschauer und Zuschauer. Herzlich willkommen am wunderschönen Sonntag. Mein Name ist Justus König, ich bin kein Alexander von Starnberg, ich habe da mehr gerade. Justus König, der Abenteurer, YouTuber aus Würzburg, von dem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Und wir sind hier, ja, in einem, ja, Parkhaus. Ohne der Feuerwehr hier in Kitzingen. Am Flussmain geparkt, was heute kostenlos ist. Und mit dabei ist die Cousine Barbara Schwarz mit Hund Charlie. Moin. Und heute ist in Kitzingen Verkauf auf Sonntag ab 13 Uhr plus Automeile. Heißt, Automeile passieren die Händler ihre neuen Autos plus gibt's Oldtimers, Traktoren, alte Autos, Tuning, was halt Kitzingen halt macht. Plus Frühlingsfest hier. Und das schauen wir uns an. Viel Spaß an Zuschauen, danke fürs Einschalten. Da ist die Berufsfeuerwehr, da ist das Museum. Und vor uns ist das. Es hat dann geregnet. Aber es ist viel los. Das wissen wir. Ein Parkplatz zu finden war nicht einfach. Nur ein Parkhaus war möglich. In der Stadt selber. Alles voll, gell? Ja, alles voll geparkt. Und jetzt sind wir gespannt, was es heute ist. So. Und euch wünsche ich noch mal viel Spaß beim Zuschauen. Bleiben Sie dran. Let's play Video. Lasst uns das Film beginnen. Das Abenteuer. Neues Abenteuer. Das ist Over and Out. Jo, ihr könnt richtig sehen, meine Haare sind kurz, denn kurz vor die kurz gemacht werden, könnt ihr nochmal sehen, wie sie jetzt ausschauen und nachher später. Und da kommt die Glocke, macht Glock, Glock. Da ist so ein komisches so Kunstwerk. Und da ist die Glocke, einfach mal Glock, 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 von der Kirche. Und das ist eine Glocke von Kitzingen. Synagoge. So, liebe Zuschauer und Zuschauer, ihr kennt auch Donald Trump. Der ist nämlich Präsident von USA. Und kennt ihr schon die Fahrschule Trump? Ne? Ich auch nicht. Aber jetzt schon. Die ist da hier. Neben der Synagoge Kitzingen. Ha. Cool, ne? Trump. Hab gedacht, hier beginnt schon. Aber ist es. Bitte, 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 nichts sagen. Ich hab gedacht, hier beginnt schon. Aber da ist Baustelle, aber wirklich, wie geht's da vorne? Sieht man schon BMW. Wo? Vorne. Weißt du, wo wir sind? Ich komme mit deiner Residenz raus. Nee, da wo die Adler ist. Da wo der Euroland ist weg. Da war das Euroladle. Glaube ich, oder oberhalb. Keine. Da ist deine KD, das ist offen. Fahren wir denn? Das BME, Tiefentürfer. Gucken wir uns die Autos an. Ja, machen wir. Dann mach die Reihe erstmal hoch. Dann gucken wir uns die Reihe auch hoch an und dann gucken wir da weiter. Oh, sie sind zu. Gut. Ach, die werden nicht aufgemacht? Nee, die sind abgesperrt. Ah, diese Autobahn haben sie abgesperrt. Ja. Normalerweise ist es gerade sich, sonst werden sie Autos zeichnen, dann kann sich nachgucken, mal angucken. Sind abgesperrt. So. Das war Toyota, jetzt kommt zum Mercedes. Engelhaut. Der ist so offen. Achso, da ist er. Nein. Ja, das sind wir offen. Ja, Hund haut ab. Weißt du? Nun, komm, was hier rein.
Gut. Ah. Gut. Schönes Auto. Ja, immer. Mal den angucken. Cool. Aus. Also. Gut. So, ich gleich angestellt. So. So, gut. Oh Gott, da hoch hier. Kitzige. Okay. Gut gemacht. Oh. Gut. Ich wollte noch fest machen. Aber das. So. Auch schön verarbeitet. Das ist das gleiche. Auch wieder schön. Echt cool. Wow. Schön Autos. Ja. Guck mal die Autos an. Auch schon verarbeitet. So, das Trim. Ja, auch schon gut verarbeitet hier. Auch cool. Systemstart. Ja, der AC-Rally. Weil er mitgemacht hat. Der Chef. Jetzt ausprobieren. Oh. Yes. Das ist ein schönes Auto. Und dann hat der Ultra-Betreffend auch gezeigt. Ja, es ist immer was das Gleiche, es ist auch das Gleiche. Drüberei. Das ist ja einfach nur gut. Ja, immer was das Gleiche. Gut, schön verarbeitet. Oh, das ist so ein SUV. Kann das schon besser hocken. Auch schon verarbeitet. So. Ja. Auch schon gut. Auch sehr gut verarbeitet hier. Sehr gut. Und das ist ein bisschen. Ein mittels Bus. Ja, dann gehen wir jetzt.
Okay, kommen wir aber jetzt nicht. Dann kannst du das seitlich aufmachen. Hast du ja verarbeitet. Ist ja gut verarbeitet. Ja. Jo. Ich glaube, das ist echt gute Stoffhecke und da ist es Automatikschaltung. Aber noch super, top. Ha, ist das cool. Cool. Ja, Carbon oder was. Gut verarbeitet. Matzeche. Engelhaut. Da kostet auch 58.000. Was kostet das? 37.000. Gut, 38 mal aufrunden. Und der da? 35.000. Unverkäuflich. Ja. 40.000. Ja. 48.000. Was ist das Auto? Was kostet das? 58.000. Also aufgerundet. Sag ich die Preise. Was ist bei denen der Preis? Aber 139.000. Bin noch hier? 139.000. Was ist beim Elektroauto? Yeah. So. Der kostet dann 20.000. Der kostet 25.000. Das kostet 30.000. Der kostet 34.000. Der Kombi kostet 33.000. Wie gesagt, ja. 31.000. Der Pickup. 43.000. Der Elektro Hybrid 49.000 und der andere hinten 38.000. Jo. Und da ist BMW. Nee, nimmst du mal. Was ist da für Poster? Was für Poster sind das? Ah, von diesen BMWs. Welche Reihe? Können die Kamera mitnehmen? Ja, ja. Passende Fahrzeuge. Ne? Ich suche den X1, aber der ist gar nicht dabei. X6. Ja. Was hast du? 3er. Das sind wahrscheinlich neuere, ne? Jedes so alles alle neue Fahrzeuge. Ja. Das ist Das ist ein M. Ja, kann ich. Fassung, ja, kann ich später vorbeikommen und mich holen. Einer. Nee, dann tust du mit, bevor es weg ist. Die kommen, die sind nicht weg. Schleppst du nicht ganz damit rum? Ja. Musst du damit rumschleppen. Ja, Papier. Ja, das war so schnell. Ja, ich bin ja hier bei BMW. Also gut, dann schaut euch mal die Autos. Da mal die. Gut, aus Bändle. Jetzt kommen wir zum BMW. BMW E4. Ein Z4. Das sind noch solche Dinger. Offen oder zu? Offen oder zu? Zu.
Du hast einen BMW. Ich hab sowas für BMW mitgebracht. Okay. BMW Tiefdörfler. Gut. Die Autos sind alle abgeschlossen. Guck, die haben noch genug hier. Vierer, Vierer, Dreier. Was hast denn du für ein BMW? Ein Dreier oder ein Vierer? Achter. Nein. Zehner. Ein Vierer BMW, oder? Nein, Dreier. Dreier BMW. Hast du auch ein Dreier BMW? Haben wir 318? Da steht einer. Ach so. Alles billig, Alter. Ich hab keinen gesehen. Poster. Oben in die Ecke, wenn du Glück hast, hast du noch eine. War keiner. War keiner, haben sie keinen von deinen. Da war keiner. Tiefdörf. Ich hab dir halt bloß ein BMW-Bonbon gegeben. Alles klar. Das ist BMW. Und das war's bei mir. Mach mal langsamer. Jetzt kommen wir zu MG. Hallo. Mach doch langsamer. Kussi war aber schwarz. Das ist der MG. Was ist MG? Was ist das? Ja, MG. Elektroauto. Ja. Alle. Ja, gut. So, jetzt Ausstuhl. Autos rumpeln stark. Bin doch hier. MG. So, wir haben gerade einen MG aufgeladen. Ja, Automal heißt ja, ich lerne bis jetzt dann bloß Verkauf auf dem Dach. Fast nach Museum ist hier auch auf was. MG. Mobile. Warte mal. Das sind Wohnmobile. Ja, schon. Ja, warte, du bist doch so ungeduldig. Das ist echt gut. Sven, leg dich doch einmal live. Ach nee, entschuldige, ich bin von hinten. Ach, können wir reingehen? In Knetzgau. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Voll cool hier. Ich kann ja stehen mit meinen 2 Meter, gerade Größe. Gerade Grenze, gut. Da kann man sogar hier sitzen. Das ist, glaube ich, oh, das ist echt bequem. Super. Was ist das? Und das Toilette. War echt gut. Und das Ding. Echt super. Das sind Wohnmobile. Sollen wir das mal testen? Das ist so schnell. Cars Camper Day am 13. bis 14. Mai 2023. Not quite. Seid ihr mal drinnen noch? Ziemlich klein. Gut.
So, alles drin, hast genug Platz hier, dein Campingkask hört. Nein. Spüle. Auch. Das ist eine Spüle. Das sind ja Schubfächer. Das ist doch genug Platz. Da ist das Bett. Und im Bett ist halt ne, das andere Zeug. Da ist Toilette. Ja, von Toilette. So, was ist Toilette? Ja. Also, da könnte ich locker drin duschen und auf Toilette gehen. Kennst du Komposttoilette, du hast doch eine Aussicht. Ja. Was will mehr? Das ist echt praktisch, das Ding. Die haben ja 20. Bleib hier. Und das ist hier ein Guck. Das ist echt praktisch. Das ist nur, was der am Tag kostet. Weiter nicht. Tauschen durch das. Ja, dann musst du mal fragen und mal anrufen oder was weiß der nicht. Boah. Das ist echt praktisch. Das ist ja groß. Für 2 Meter Menschen ist er echt cool. Hast schön bequem Platz. Kannst hier essen, kannst hier rumfahren. Ist nicht so groß wie ein Wohnmobil. Also heißt es, du ist es praktischer. Und Toilette ist ja auch, und Dusche ist ja auch eins. Hier ist oben Duschkopf. Spiegel hat man auch. Hier hat man auch einen Spiegel. Was will er mehr? Hat sogar. So kein Fenster, das Bad. Und es ist einfach ein Dopp. Yeah. Was nicht? Wollt rein oder raus? Ich will raus. Das ist cool, Ripper. Kommst du weiter? Ja. Da geht's weiter. Rotten Rotzdau. Ja. Jetzt rückwärts, okay. Die ganzen Männer, alle haben so ausgeschaltet. Das ist cool. Hast du mal gerade Kamera? Ah, mach das. Hey, hey, hey. Gut, also nicht. Ach, 50er. Wow, cool. Hast du kurz das Ding? Okay, nein. Erst ein Regenschauer. Aber nicht zu lange im Regen, ne? Ich mach nur kurz. Ich mach gar nichts. Nur einen Move. Was denn? Achso, nee, ich mach nur einen Move. Aha. Das ist cool. Welche Marke ist das gewesen? CF Moto. Was? CF Moto. Okay, wo kommt der her? Japan? Japan oder was? Nee. Aus Japan? China. Ach so. Gut. Und ihr verkauft auch japanische Dinger? Nein, gut. Ah ja. Das ist immer cool. Ich geh im Bus nahe. Hier! Bin hier beim VW-Bus. Den E-Bus. Weil letztes Mal habe ich doch nicht geguckt, wann bei RTL 2 den zu sehen. Bei Grittmutter mal sehen.
Das ist echt cool. Heckantrieb. Ja. Cool. Letztes Mal, was ich gesehen habe, bei Grazhofen, war danach bei Grip gesehen. Grip. Kannst du den Elektrobus gegen den anderen von Toyota. Der Allrader gegen Heckantrieb. Voll cool. Geht elektronisch auf. Ist auch wahrscheinlich elektronischer Zug. Ja, elektronischer Zug. Klasse. Das heißt aber, der Junge war schon am Meer. Und das so? Elektronisch. Ja, ich bin noch hier. Cool. Wow. Schau mal. Und jetzt? Ja, elektronisch zu. Da riecht es eigentlich genauso. Ja. Elektronische Zug, cool. Schönes Scroll mit der Uhr. Da Ipus. Ja, wo ist schon wieder? Der Bus hier, yes. Was war Barbara, wo bist du schon wieder? Yes. Da kostet ja auch 74.000. Was war Barbara? Ja, warum kann ich das nicht haben? Ja, ich komme jetzt hier Autos an. Ah, Popcorn brauche ich nicht. Hab mir noch mal eine Tür getroffen. Dann haben wir ein Audi. Okay, das muss ich echt. Jetzt muss ich. Ah. Tut leid, aber jetzt muss ich die Kamera sauber. Warte mal! Die Raserin! Das ist der Cupra. Und du rennst mir immer davon? Kann ich mal aus? Ja, schuldig! Schön sieht aus. Alle AUK umgestellt. Okay, stell dich doch runter. Rennst du auf einmal weg? Ich stell dich doch runter. Du rennst die ganze Zeit weg. Nein, ich bin immer da der Nähe von einer. Von einem stell dich heute bei, stell dich bei der UK und. Ich hab zum Zelt gewohnt. Ja, geh zum Zelt. Ich bin bei der AUK. Will die Außer gucken. Ja, Lavender AK. Will die Autos mal gucken, ne? Fort. Ja.
Da sind eine schöne Autos. Ein Suzuki Jimny, kostet 30.000. Netz, Netz. Custom. Und da ist Opel, Auto aus Opel. Auto Sense, naja. Ja. Von Opel. Wo ist der Manta? Wo ist der Manta? Wo ist der Manta B? Von Berti. So, der fällt. Ja, das Manta, der Manta. Der Opel Manta P von Berti. Cool, dass hier zu stehen. Ob Filmauto oder Replika, Nachbau. Das wäre jetzt wurscht. Leute, ich mache jetzt mal auch immer Manta 2 total eine Kritik. Weil so viele negativ machen, mache ich eine positive. Weil für mich ist immer positiv. Aber mache ich eine Kritik, eine passende. Meine Meinung. So, das sind die Autos. Ich habe hier mal reingeschirmt. Und da ist Dekra, weil er hat hier Popcorn. Gewerbeschau. Da hatte ich am Dreierstock 2 Kitzingen. Ach, es ist ein Dreier. Wobei wie heißt das nochmal? Ja, die da. Ratsch Müller. Ford Kuckert. Der Chili. Der Ford Mustang, Elektrowagen. Muss es sein. Ja, das ist Energy. Ja. Theoretisch gut, Ford. Ja. Hat schon der Ford Booster. Ist der neue Elektro. Ausländer, okay. Ford Muster Match. GT. 40.000. Ah, ein schöner Rad, roter Ford Mustang. Boah, 450 PS, ist echt cool. 5 Liter Hubraum, wow. 55.000 kostet das Auto. Das ist ja geil. Leider fehlt das Kleingeld dazu. Kommen wir jetzt mal fort. Ford Puma STX tiefer, breiter, viel Extras. 29.000 aufgerundet mit 200 PS. Und schöne grüne Farbe hat er. Grasgrün. Ford einfach tierisch gut. Die Farbe sind cool. Coole Farbe. Leute laufen zwischendurch. Gut. Coole Farbe. Gut. Das ist Fahrschule. N Starkmann. Okay. Citroën. Das kommt hier Ford Mustang. Das kommt hier.
Tesla. Oh, kann man schon was. Und da ist schon einer. Was für eine große Aquaplaning-Gefahr. Ein Tesla. Also. Ja. Das diese Autos waren cool. Ein ST. Warte. Yes. Oh Gott, nee. Ja? Gehen wir dann rüber, oder? Ja, ja. Okay. Yes. Kaltes Auto. Alter, komm. Ein Moped. Monkey. Puma ST, Ford Puma ST, Ford Mustang. Schau mal den Arsch an, das ist cool. Sind halt, bin noch hier. Bei den zwei Fords, cool. Stier. Ha. Da wird der offen mehr. Boah, der ist sogar offen. Hey, schwarze Barbara. Schwarze Barbara. Hey. Ford Mustang. Hey. Gut. Schwarze Barbara, ich hab mich da drin. Nein. Gut. Nicht, warte mal. Oh. Gut. Gut. Da ist jetzt hin, ne? Da ist hier wieder ein. Wow. Huh. Jetzt hocke ich im Ford Mustang mit 450 PS. Ganz schön tief. Cool. Schatz Barbara! Ja, was ist denn das alles raus? Nimm die Kamera mal. Was hast du mit deiner Kamera? Geh mal vor dem Auto hin. Boot bestimmt, er ist alles nass. Da gehen wir vorhin. Du hast doch Regenschirm. Der Boden aber nicht. Ach, der nass. Yes. Super Auto. Klasse Auto. Danke. Dankeschön. Ich habe gerade Werbung gemacht. Gut, dankeschön. Darf man auch in den Kofferraum angucken? Nein, ne? Wenn er auch nicht aufgeht. Ne, der geht auch nicht auf. Ah. Was ist der Kofferraum da? Wow. Cool. Schön viel Platz im Kofferraum. Hat so keine Kamera. Das ist doch ein. Ah, jetzt geht das Vorzeichen los. So ein Auto wollte mal ein Kumpel von mir haben. Wahnsinn, schönes Auto. Airbag. Wie machen Sie das denn jetzt vor? Ja, los hat's hinten aus. Sehr schönes Auto. Gefällt mir. Geiler Kami, geiles Ami-Autochen. Ja. So wird das gekippt. So kann er die. Ja.
Ui. Schönes Auto. Darf ich fahren? Was? Fahren? Ja, Schlüssel. Ja, schönes Auto. Ja, Ami, 5 Liter Maschine, 54 PS. Ja, das ist Ferrari. Ja. Ja, Ferrari. Na, ja, das ist für eine Ami. Amerikanische Muscle Power, also Muskelpower. Ja, 520 PS. Wenn ich Lotto gewinne, dann kaufe ich sowas. Ja, das ist. Können wir alles sowas. Bis dann, ja, wenn ich gewinne, dann melde ich mich bei dir. Wieso hier? Das gehört da. Ich guck's nur an. Ich schau nur den Ford Mustang an, das ist ein Ami. Der hat ein Einzelfahrwerk drin. Der vorige Besitzer, vor das Hockey-Modell war ja noch das. Haben sie damals so einen Knight Rider Film benutzt? Oder Knight Rider Serie da, diese andere Ford Mustang. Der hat noch ein Brettfahrwerk gehabt. Eine Starrachse. Das war wie ein LKW-Fahrwerk. Schlechte Kurven. Aber der hat einen Einzelaufradaufhänger. Der kann besser im Kurvenlag. Und der hat die gleiche Farbe rot. Wie im Film Need for Speed am Ende kam. Mit Ford Mustang cool geworden ist seine. Gleiche Farbe, wenn ich täusche. Vielleicht ist es der von Film Need for Speed. Der Film, Kinofilm. Am Schluss. Hat auch die Einheit abgeholt von dem Gefängnis. Nachdem sie ein großes Rennen gewonnen hat und Polizei kommen. Gut. Guck hier, Schatz, wir gehen weiter. Wir gehen da weiter. Ach, das ist Fahrschule. Ja. Fahrschule. Aber trotzdem ist es teuer, ne? Das ist von der Fahrschule. Ja, geiles Moped. Aber nicht. Das ist aber auch für das Erste zum ersten Mal. Ach, Kerbel spielen. Kommst du weiter? So Leute, leider war die Kupplung von verstellt. Irgendwie hat sich eingestellt auf Rückmikrofon. Keine Ahnung, wie es gemacht hat. War nicht das Wetter. Ich bin noch aus der Stereo. Und da ist jetzt Regen. Und wieder drin. Der Fuchs. Da ist ein Kran. Holz. Hat irgendwas mit Holz. Große Paletten. Transport oder was? Und schon wieder. Und da war schon wieder was. Ein Modelltag in Stammheim. Am 8. und am 9.7. Das muss ich merken. Ach, das ist ein Arschbar. Bei mir lief jetzt nach Hause, haben wir das Zeug dann. Ja, ich bin hier. Ein Grabstein. Warte, Barbara. Karussell, Auto, Seat Leon, so. Motorrad, ein Möppelchen, ein Rollerchen, ein Möppelchen. Ja.
Ja, das ist auch was gefallen. Oh, schöne Motorräder. Schöne Motorräder. Das sind schöne Motorräder. Oh. Da hat ein Reisekäfer an. Komm weiter. Na, das hat renoviert. Mal schauen. Ja, der ist nass, da kannst du gut rein. Ja. Durch den Drache bin ich selber nass. Na, so viel habe ich doch alle. Aber ich will rein. Ach, Drachen. Gut. Gut. Da haben wir schon einen Teil gesehen. Gehen wir zum nächsten Teil. So, das ist ein Teil. Da geht es gleich hinten weiter. Und wenn da hier die vorne die Brücke rüberläuft, auf der anderen Seite ist es ja Frühlingsfest. Den Autoscooter und das Ding. Ja, ist halt nicht so viel, aber er hat gesagt, der eine da, wo das die Teilmaschine hat, hat gesagt, die haben ja mehrere Fahrgeschäfte und die Vorkehr von Kitzing waren, dass nur so eine Größe hinstellen dürfen. Und diese Größe ist das kleinste Fahrgeschäft, wo wir haben, diese Teilmaschine. Die haben alle die Kitzing immer fortgegangen, welche Größe das Schaustellergeschäft sein darf. Deswegen ist auch nicht groß Alexander, so hat es mir erklärt. Das ist das Over and Out. Kommst du? Ja. Und hier geht's einfach weiter. Apple Optik. Oh, hier ist gut essen, ne? Ah, Kirche. Osterbrunnen. Weiter geht's. Einen schönen Fachverkäufer. Ach, schon wieder. Vorne schon.
Und vor allem. Ein Sticks von mir. Ah, guck mal, da kann man die Grünen-Mischstiefel kaufen. Ja, schönes Waffelkreuzer. Das ist das coole Motorrad. Oh, VW, das Weltauto. Oh, da stand noch ein VW. Wo ist eigentlich meine? Was kostet er? 39.000. Bin hier. Ja, aber ich hab nicht mit rein gedacht, dass die Kutsche mit mir ist. Ich seh ja nichts. Komm mit. Jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Schlechtes Wetter. Da geht's wieder zurück. Da war doch dieser Spielzeugladen damals, wo das Kind, war, Storch. Dann alles gehabt, Playstation, Playmobil, Xbox, PC. Ja. Hey, guck mal hier. Das ist unser, erstmal hier mal ein Marktbreiter Camper Days. Das müssen wir mal angucken. Und Campingfahrzeuge. Unsere Fastnacht. Hier. Die coole Hauswand, guck mal. Da. Ah. AC Wohnmobile. Hallo. Zum Mieten. Gut. Matteo. Karneval. MG. Hast du da schon genommen? MG? Was? MG? Da MG Zeug. MG, MG, hat MG also geschrieben, oder? Ja. Englisches Wort MG. Dann der wird mir auch voll, ne? MG, MG. Okay, sind sie offen? 90. 65. Da kostet, 90.000. Da kostet 80.000.
Nee, aber das was ist das für eine Vorrichtung? Mit Fahrrad, oder was? Mit Fahrradträger. Fahrradträger, cool. Aber also es gibt zumindest langsam Autos, die... auch für Hunde geeignet sind. Ja. Und da da 5 Euro kostet der Döner. Wo kostet 5 Euro? Hier. Für Schüler. Ach so, für Schüler. 5 Euro, die kostet übrigens 7 Euro. Döner kostet immer 5 Euro. Nur für Schüler. Bis für zu, von 11 bis 14 Uhr. 7 Euro kostet ungefähr bestimmt. 6,90, 7 Euro. 6 Euro kostet ungefähr. Ja. 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 Ja, keine Ahnung. 6 Euro und 11 Cent. Ja. Ja, es gibt Döner, kostet schon 10 Euro. Es gibt Döner, die kosten schon mehr. Dein Ding? Fahrradrichter. Es gibt Döner, die kosten mehr. Jetzt kann man gucken. Ja, ich weiß gar nicht, wo das Auto steht. Wir gehen schon zum Auto. Da vorne ist das Auto. In der Richtung zu laufen. Wenn wir hergekommen sind. Ach, das war das, wo mein Kumpel machen lassen hat, dass diese elektronische Wegversperrung kaputt war oder was? Das ist Gerät, diese Steuerkette, wo kaputt war. War Tief-Dörfler. Kannst du kurz die Kamera nehmen? Und halten? Muss ich jetzt schon wieder Pegel machen? Hallo, ich muss erst mal den Charlie festmachen. Yes. Wir laufen gleich weiter, Charlie. Und dann runter. Ja, willst du da durchlaufen? Zurück zum Auto. LKT. Mein Euroladen habe ich mir was gekauft. Eine Kohle. Und morgen ist Plan gewesen mit Kumpel Sebastian Bischow-Man. Fahren wir jetzt sein, will er mit dem Auto fahren nach Nürnberg zum Frühjahrsfest und dann Ballen Beach. Und dann rutschen wir die Rutsche runter. Mit der Kamera. Nur Spaßbad. Gestern war nur Sauna. Wellness. Hat ja auch gereicht. Ich habe ja gestern gearbeitet, 6 Uhr. Mein Kumpel ist gefahren und wir sind auf der A3 wieder zurückgefahren. Auf der Heimfahrt habe ich schwer gehabt, Augen zu aufzuhalten. Und da hat man solch gesehen, Augen zu, was so müde ist. Wenn ich jetzt gefahren wäre, hätte ich gesagt, weißt du was, wir halten an, ich schlafe erstmal im Auto. Vor dem Unverbot. Müsstest du da runtergehen? Und da waren wir noch bei McDonald's in Kitzingen. Da haben wir ein Smile-Menü gekauft. Heißt 2 Cheeseburger, eine Cola, ein Smile-Menü, oder wie heißt das? Smart-Menü. Das heißt Cheeseburger,
eine Pommes, zwei Pommes und eine Cola. Kostet 5,99 € und das zweimal. Und da waren wir, glaube ich, 2 Uhr drin. Ne? Also was. War nicht viel los. Es war noch offen. Es war der Geiselwind, McDonalds und Rasthof. Und dann kam plötzlich ein Jugendliche. Die haben, waren halt laut. Hast du gehört, wie sie von einem Automaten bestellt haben und rumgeschrien haben? Ja, keine Ahnung, wo die herkamen. Jetzt mal fragen müssen. Aber ich war so kaputt. Da können wir fragen, naja, wo geht hier bei euch die Party ab? Ich komme wahrscheinlich von der Disco, keine Ahnung. Kannst du ja fragen, ob sie da hier Disco gehen, dann kann ich mit einem Kumpel dahin gehen. Gasselndisco. Jo. Jedenfalls. War der Automeile, Frühlingsfest, Frühlingsmarkt oder sonst was. Gut. Außer das Wetter war schlecht, gell? Mhm. Mir hat's gefahren. Dir, Cousine Barbara Schwarz? Super. Gut, außer. Das hat mir nicht gefallen. Jetzt geht's zurück zum Auto. Ich bedanke mich an alle fürs Zuschauen und Einschalten. Und so weiter. Erstmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr bitte liken, Daumen hoch machen. Und euren Freunden zeigen das Video. Teilen. Jetzt kannst du mal was warten. Und das Kanal genauso. Mein YouTube-Kanal und YouTube-Channels Name lautet Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Und mein Name ist Justus König. Wer kennt als Indiana Jones der andere oder er kennt Amerika? Da Justus König, der YouTuber, der Abenteurer aus Würzburg. Unterfranken, Bayern, Deutschland, Erde, Europa, Universum. Jedenfalls, ja. Also einfach ein Like da lassen und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst, immer aktuell seid. Und wenn euch bestimmte Themen interessieren, schaut auch mal Playlist nach. Meine Playlist, bitte nachgucken. Da habe ich bestimmte Themen zu meinen Videos, was dazu, von meinen Videos. Wie Automeile ist alles, wo ich sowas ähnliches angeguckt habe wie Automeile. Gut. Und jo. Da habt ihr noch nicht mich, könnt ihr noch auf meinen Instagram und TikTok vorbeischauen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, mich zu erreichen. Mein Instagram-Name lautet Jana Jones Darmderer. Da poste ich Bilder und Videos und aktuelle Informationen. Vielleicht mal spenden. Und dann habe ich noch TikTok. TikTok heißt ich Justus der Abenteuer 13. Also einfach zu finden als Justus König. Und dann guckt ihr nach meinem Bild. Gut. Mein TikTok ist so, ihr müsst mich folgen. Dann folge ich zurück und dann könnt ihr mich schreiben. Dann kann man sich treffen. Okay. Wer uns liebt, kann mit uns mitgehen. So einfach ist es. Und das alles ist ein Hobby, was ihr Freizeit macht, damit verdiene ich kein Geld. Alles ist nur auch spaßhalber. Gut. So. Wir haben null Einnahmen. Wo ich Geld verdiene, ist die Arbeit und da habe ich gestern. Also, ja. Alle haben wahrscheinlich jetzt 4 Tage Woche gearbeitet, mich einen Freitag. Ich nicht. Ich hatte 5 Tage gearbeitet. Weil Samstag war, es war viel los. Und da muss man halt, wenn viel los ist, sehr viel Arbeit da ist, muss man halt am Samstag arbeiten. Aber keine Angst. Nur von 6 bis 12, nicht bis 14 Uhr. Das wäre sonst hart gewesen. Und es sind als Samstags Überstunden. Als Plusstunden. Und dann 80 Stunden ausbezahlt. Also wäre ich jetzt ungefähr wieder bei 77 Stunden. Wurde schon mal abgefeiert und ausbezahlt und sowas. Aber 80 Stunden ausbezahlt. So, was drüber ist. Gut. Aber das da muss man machen. Muss froh sein, dass Arbeit hat. Welche Firma haben wir zu? Gut. Dann lang geht's. Und dann kommen wir wieder zum Auto. Weil der Feuerwehr ist. Gut. Dieses Jahr hatte ich ein langes Osterwochenende. Na, letztes Jahr hatte ich kein langes Osterwochenende. Da musste ich noch am Feiertag, alle letzten Feiertag, frühstück arbeiten am Freitag. Und noch in Kassams auch noch. Aber am Montag habe ich gesagt, nein. Da kann ich mich auch wehren. Ostermontag. Aber anderen Stück arbeiten uns zum Montag. Die hatten nur einen Tag Ostern. Und einen Tag Wochenende. Das diesmal habe ich echt, haben andere gesagt, auch langes Osterwochenende. Ah, dafür müssen wir halt, ist jetzt diese Woche unter kurz. Aber dafür habe ich dann wieder nächste Woche, habe ich dann morgen Urlaub, eine Woche. Wenn schönes Wetter wäre, wäre ich am Roller fahren. Was geht nicht, das ist doch eine Werkstatt. Muss noch TÜV und Service gemacht werden. In der Zeit halt. Gut, in Reichenberg ist da. Gut. Da war wieder Synagoge. Da war das eine Kunstwerk wieder, wo wir gesehen haben.
Und da vorne ist die Feuerwehr. Und da ist das Museum. Und da ist das Pfarrhaus. So, heute gehen die Ferien hier in Bayern, die Osterferien zu Ende. Und die Osterurlaub haben wir auch zu Ende. Ja. Früher konnte ich ja auch anderen Betrieb auch noch, an der Standort auch noch, gefährliches Urlaub machen. Da haben ja die Leute keine Kinder gehabt. Aber wo ich jetzt bin, haben die Leute alle Kinder. Da kann ich nur Urlaub machen, wenn keine in den Nicht-Ferienzeiten. Bayerische. Baden-Württemberg und Bayern haben gleiche Zeiten Ferien. Ist immer schwer dran. Eigentlich habe ich dann Urlaub, Sommerurlaub, habe ich vorher Sommerferien gehabt. Eigentlich war es da schon anders, also Hamburg-Urlaub. Und jetzt geht der Durchgang wieder zurück zum Auto. Die Parkgarage am Main. Ein- und Ausgang. Gut. Jetzt kann man schon wieder ausruhen. Und das sind Toiletten. Ja, aber wir haben ja schon bezahlt. Heute muss man nicht bezahlen. Und da steht das, da geht alles bei mir. Oh, super. Besser geht's doch nicht, oder? Besser zum Einsteigen. Kofferraum. Mach es mal trocken. Was lustig ist. Weißt du, was lustig ist? Da liegt ein Kinderschuh von einem Jungen. Oder, oh. Lustig, hat verloren. Der Kinderschuh rum, meiner ist ja viel größer, keine Ahnung. Gut. Das Schuh des Parkhaus. Yeah. Da kriegen Angst bei mir. Wenn die Kamera läuft, denk dran, die Kamera läuft. So. Und Triebwerk starten. Kamera starten. Voll automatisch. Ich muss umschneiden.
Wir sind jetzt Ende des Zusammenkommens. Da müssen wir schon reinschreiben, der ist dann wieder. Alles kommt sogar mit. Vincent, kurz und klein, also ist es easy. Wie gesagt, ich wünsche euch allen einen guten Start in der Woche. Ob Schulwoche, Ferienwoche, Arbeitswoche, Unterrichtswoche, guten Start. Ich weiß, die Ferienkinder sind im Wahlurlaub, aus dem Team, guten Start. Und noch einen schönen Tag. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße raus, ne? Ja, schon Kitzigen. Auf jeden Fall ist es gefallen, auch wenn das Wetter schlecht war. Besser geht's ja nicht. Bis das over and out. Bis das Game over. Alles easy. Bis easy. Endet auch. Guck mal, tschüss. Ich hab schon ein Auto. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Aber niemals überheblich, ticken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch ganz massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nur blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. Ein Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Pfeffer hat mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Transportfelder. Keine Vase. Er ist der Detektiv. Freunde.